durch das Impfen wird sich das ändern. Das heißt, das, was wir im letzten Winter hatten, dass die Inzidenz in dieser und jener Weise mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, das wird nicht mehr eins zu eins so gelten. Wie das gilt, wie die einzelnen Impfstoffe auf schwere Verläufe wirken, auf die Ansteckbarkeit anderer Menschen, selbst wenn ich selber nicht schwer erkranke, das hängt von der Impfquote ab. Wie viele Menschen lassen sich impfen? Je mehr sich impfen lassen, umso leichter haben wir es. Aber es wird sich durch das Impfen verändern. In Israel schien die Pandemie besiegt. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit wurde aufgehoben. Nun steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Unter den Neuinfizierten sind auch Geimpfte. Die Testzentren sollen wieder geöffnet werden. Als Grund wird die Ausbreitung der Delta-Variante genannt. Das heißt, die Delta-Variante, meine Damen und Herren, sie ist wirklich nicht zu unterschätzen. Denn auch wenn es sich nur wie eine einfache Erkältung anfühlen kann, es ist Corona. Achtung! Auch wenn es sich nur wie eine einfache Erkältung anfühlen kann und die Intensivstationspatienten auf 55 Millionen Personen 150, 160 beträgt, es ist Corona. Auch wenn es sich nur wie eine einfache Grippe anfühlt, meine Damen und Herren, und auch wenn die Menschen an oder mit Corona versterben, 8,8 sind auf 5,5 Millionen Menschen gerechnet. Es ist Corona. Hier schreibt unter der Rubrik Meinung, schreibt Andreas Rosenfelder, vierte Corona-Welle, wovon die Delta-Panikmacher ablenken wollen. Ganz neue Töne, fast neue. Der neue Blockbuster des Sommers ist da. Er heißt die Delta-Variante. Es handelt sich um einen echten Schocker. Einige sprüchen dafür, dass er einschlägt. Produziert wird dieser Schocker schließlich von jenem eingespielten Erfolgsteam aus Modellierern, Journalisten, Virologen und manchen Politikern. Nicht normal ist die unverantwortliche Panikmache, die seit einem halben Jahr mit den Mutationen des Coronavirus betrieben wird. Boah! Ein Journalist prangert andere Journalisten an, dass sie Panik verbreiten. Sinnlose Panikmache. Das ist... Geimpfte stecken sich nun doch wieder mit Corona an? Meines Wissens war das schon vor der Mutante Delta der Fall. Aber klar, dies ist viel gefährlicher, wie ihr gerade schon mitbekommen habt. Wem kann man noch irgendetwas glauben oder auch nicht glauben? Man ist total verunsichert. Und als Bürger überfordert. Also, dass verschiedene Varianten auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. Die ganze Weltbevölkerung? Wie nun doch Impfpflicht oder wie? Am 14. Juli wird die EU-Kommission einen Vorschlag machen zur Ergänzung des sogenannten Eigenmittelbeschlusses, der die jährlichen Pflichtabgaben der Mitgliedstaaten an die EU festlegt. Da darin erstmals in der Geschichte des Staatenbundes eine Kreditaufnahme von über 800 Milliarden mitbeschlossen werden sollte, wurde der Beschluss des Rates bei den Mitgliedstaaten mit Druck und Schmerzen zustande gebracht. Nunmehr will die Kommission die Erlaubnis, eigene Abgaben bei den EU-Bürgern bzw. Unternehmen erheben zu dürfen. Nunmehr will die Kommission die Erlaubnis, eigene Abgaben bei den EU-Bürgern bzw. Unternehmen erheben zu dürfen. Auch dies ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Staatenbundes. Versüßt wird dieses Anliegen der EU mit dem Versprechen, diese Steuereinnahmen zum Schuldendienst für die aufgenommenen Kredite zu verwenden. Wie kommentieren Sie diesen Vorgang? Also erst einmal ist richtig, dass der Eigenmittelbeschluss von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert wurde und damit die Kommission eine erste Kredittranche aufnehmen konnte an den Finanzmärkten. Darüber hinaus gibt es andere Vorschläge für Eigenmittel als Einnahmen der europäischen Ebene. Wir haben bedeutet das jetzt, dass die EU eigene Steuern einziehen kann von allen Bürgern innerhalb der EU? Die Regierung hat das ja schon abgesegnet. Alle haben das abgesegnet. Und es soll zur Schuldentilgung benutzt werden. Schulden, die die Regierung gemacht hat. Warum auch immer. Fragen über Fragen und keine Antworten. Oft muss man schon genau hinhören, um zu verstehen.